So, im letzten Clip habt ihr gesehen, wie das Ding ankommt, wie es verpackt war und dass es locker versendet werden kann. Jetzt haben wir es schon mal in voller Verwendung. Jetzt ist er vormontiert, also der Tisch lässt sich bis zu 45 Grad neigen. Dementsprechend muss dann natürlich der Abstandshalter angepasst werden. Ich will mal so sagen, die Säge ist für Hobby super, kann man nicht meckern. Für Profis, da würde ich dann doch zu anderen Marken greifen, es sei denn, man muss nicht so 100% genaue Geschichten basteln. Hier ist schön, wir haben hier ein Ausschalter, Absaugvorrichtung für Staubsauger sitzt drauf, Lämpchen ist auch dran, verstellbar wie man es möchte, geht mit dem Einschalten automatisch an. Wir haben hier stufenlose Drehzahlvorwahl. Ein paar Sachen müssen angepasst werden. Ihr seht das, der Fuß steht ein bisschen schief. Das ist allein eine lose Vormontage. Wie gesagt, das ist noch nicht alles mal fest montiert. So, da ist hier Anschluss für Luft. Einmal als Gebläse und hier die Absauge, jetzt wollen wir den Spaß mal gerade setzen. Zack. So, der Spaß fest. Jetzt einstellen, welches Material man haben möchte. Hier zum Beispiel 6 mm Sperrholz oder aber 3,6 mm Sperrholz anheben, runterlegen, festziehen und schon verhindert beim Arbeiten das Vibrieren. So, jetzt, ich säge jetzt mal ein Probestück. Also nun höre ich und lese ich immer wieder, das Ding sägt nicht gerade. Also das kann ich jetzt mal so nicht bestätigen. Die macht genau das, was sie soll. Wenn man natürlich den Druck gegen das Sägeblatt seitlich oder so zu doll ausübt, dann verdreht sich natürlich das Sägeblatt in die jeweilige Richtung und dann sägt die auch schräg. Logischerweise, dementsprechend sollte man seine Arbeitsweise anpassen und natürlich auch die Markierung genau festlegen. Das werden wir mal einfach tun. Dazu nehmen wir mal ein kurzes Hilfsmittel, einen sogenannten Stahlmaßstab. Sollte eigentlich jeder haben, oder ein Lineal tut es auch. Zack, schauen wir mal. Ich verändere auch gleich die Drehzahl. Und ihr seht das, je nachdem wie man jetzt drückt und wie man das seitlich verrückt, schiebt sich das Sägeblatt hier durch. Aber wenn man exakt an seiner gezeichneten Linie bleibt, dann bleibt auch der Schnitt dementsprechend gerade. So, gucken wir mal. Jetzt hätte ich hier gerne ähnliche Formen wie hier.
Das machen wir mal anders. Und zwar, hier zum Beispiel geht es darum, für einen RC, ferngesteuertes Boot, einen Außenborder zu bauen. Das heißt, hier muss die biegsame Welle des Antriebsmotors in einer Kapselung laufen. Also ähnlich wie die biegsame Welle, die hier hinten dran ist, funktioniert die Welle des Außenborders. Entweder nimmt man Kegelradantrieb oder aber biegsame Wellen, aber das mal nur am Rande. Jetzt will man sich den Außenborder bauen und will die Welle natürlich innenliegend haben, so dass das niemand von außen sieht. Also muss man sich passend dazu den Motorschaft basteln. So, jetzt haben wir den Fauxpas. Wir hatten eben 3,6 mm Sperrholz, jetzt 6 mm Sperrholz. Hier muss man natürlich den Abstandshalter verändern. Und dann den Spaß wieder einschalten. Eins ist vorzumerken, schneidet nicht immer direkt auf dem Schnitt, auf dem Strich, sondern schneidet kurz davor oder dahinter, weil perfekt. Ja, hat man dann Spaß an seiner Arbeit oder auch nicht, je nachdem wie man damit umgeht. Und wie gesagt, also das Blatt verwindet sich jeweils in die Richtung, die ihr drückt. Das heißt, wenn ich jetzt so gegen drücke, also den Schub nach hier ausübe, verzieht sich das Blatt nach hier und der Schnitt wird dementsprechend nach hier krumm. Andersrum genauso oder eben, je nachdem wie ich gegen andrücke, das muss jeder mit dem Üben rausfinden. Die Profis unter euch, die wissen das, dem muss ich das nicht erzählen. Und der Rest wird es lernen. So, dann haben wir noch die biegsame Welle. Die biegsame Welle läuft permanent mit. Hier haben wir die Spannvorrichtung, ähnlich wie bei, stellt man alles im Weg steht, wie bei diesen Gerätschaften. Da kommt halt das jeweilige Werkzeug rein. Ich will das mal veranschaulichen ein bisschen. Der Spaß kommt hier rein, wird dementsprechend festgesetzt. Zack. So, ich mache das jetzt mal handfest. Und das sollte man nicht machen. Jetzt dreht sich die Welle mit. Dementsprechend seine Werkzeuge gleich mit bearbeiten und seine Werkstücke vor allem. Ja, so viel dazu. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Freie Drehzahlwahl, Beleuchtung. Was ich bis jetzt vermisse, ich konnte es noch nicht finden. Ach doch, ist hier dabei. Die Aufnahme für herkömmliche Sägeblätter. Aha, hier liegt sie drin. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja, nutzen wir einfach mal. Hier in der Verpackung sind beiliegend die Halter für die andere Sägeblattaufnahme, für Sägeblätter ohne den Stift. Also für herkömmliche Sägeblätter. Von daher super Sache. Der Preis ist variabel. Ich glaube, die mit Welle kostet um die 150 Euro, wenn ich recht liege. Ohne die Welle gibt es die schon ab. Glaube ich, irgendwie um die rund 100 Euro.
Im Baumarkt gibt es preiswertere Modelle, sicherlich für 70 habe ich glaube ich schon gesehen, aber eben keine biegsame Welle und man kann nur diese Variante der Sägeblätter verwenden. Also das heißt, wenn man mal Blätter kauft und nicht aufpasst, ist immer so eine Frage. Die Stiftsägeblätter sind auch in der Regel teurer. Also hier muss man schauen, was man gerne hätte. Von der Qualität her kann ich nur sagen, sehr robust verbaut, recht stabil, sehr schwingungsarm. Wie gesagt, das Gerät hat 12,5 Kilo und schon durch das Eigengewicht relativ stabil. Inwiefern die wie lange hält und wie lange man Spaß dran hat, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Das wird sich rausstellen im Laufe der nächsten Jahre. Jetzt hatte ich noch vergessen, und zwar das Gebläse. Hier hängt im Anschlag des Federarms natürlich die Luftpumpe. Da kommt der kleine Schlauch für das Gebläse ran. Wie gesagt, der bläst die Schnittfläche frei. Das können wir gleich mal ausprobieren. Funktioniert wunderbar. Dieses kleine Ding ist quasi eine Luftpumpe. Der Arm drückt gegen, geht über den Schlauch hier hinten runter und bläst die Schnittfläche frei von Sägestaub. Wunderschöne Sache. Also ich bin zufrieden, und wenn ihr das Ding kaufen wollt, unterm Clip ist wie immer ein Link dazu. Gibt natürlich auch andere Plattformen, wo man die erwerben kann. Ich nutze die, weil wie bekannt schnell, präzise und unkompliziert. Ja, und dann wünsche ich euch demnächst viel Spaß und viel Freude beim Basteln.